Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem weiteren Vortrag in unserer Reihe Heilige Orte. Nachdem wir uns gerade mal vor 3, 4 Wochen hier gesehen haben und uns über eine ganze Stadt, damals Achet Aton, die Stadt des Echnaton, unterhalten haben, wollen wir uns heute zeitlich wieder ganz deutlich zurückbewegen und haben einen ganz konkreten Ort vor, über den wir uns einen kleinen Überblick verschaffen wollen, nämlich die Stufenpyramide des Djoser unter dem Titel Erfindung des Steinbaus. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich sehe einige, die gerade erst vor 3 Tagen den ganzen Tag hier beim Nagertag gewesen sind. Finde ich toll, also wirklich sehr schön, freut uns sehr, dass Sie alle wieder mit dabei sind. Mit dem Bau der ersten Pyramide begann unter König Djoser um ganz grob 2700 vor Christus das Zeitalter der Pyramiden. Grundlegend war die Idee, das Königsgrab monumental und für die Ewigkeit zu gestalten, und die Stufenpyramide entstand ein ganz großer Pyramidenkomplex mit einer in Stein ausgeführten Festarchitektur, mit der wir uns heute natürlich auch beschäftigen werden, für die Jenseitsexistenz und die immer wiederkehrende Regeneration des Königs. Also es geht nicht nur um die Stufenpyramide, die Sie hier im Hintergrund sehen, sondern eben auch um den ganzen sie umgebenden Komplex. Verantwortlich für den Bau der Anlage war der obere Baumeister Imhotep, der den Ägyptern späterer Dynastien sogar als Gott sowie als Erfinder der Schrift und der Medizin galt. Es geht also heute darum, uns tatsächlich mit der ersten Pyramide auseinanderzusetzen, wenn sie auch noch nicht, ganz streng genommen, eine Pyramide mit glatten Außenwänden darstellt, sondern eben in Stufen angelegt ist. Es geht um die erste Umsetzung von bis dahin nur aus vergänglichem Material bestehender Architektur in Stein. Es geht um die erstmalige Kombination eines Kultbereiches mit einem Königsgrab. Und neben all diesen schöpferischen Leistungen beeindruckt aber vor allen Dingen auch die Logistik, die zum Beispiel für die Gewinnung, den Transport, die Verarbeitung von Baumaterial notwendig war. All das ist also ohne einen gewissen Rahmen, ohne einen stabilen Organisationsrahmen nicht möglich. Und so legt dieses besondere Bauprojekt gleich zu Beginn des sogenannten Alten Reiches ein Zeugnis für die Leistungsfähigkeit des altägyptischen Staates überhaupt ab. Ganz kurz zur zeitlichen und räumlichen Einordnung. Wir beschäftigen uns heute mit der Nekropole von Saqqara, die ich hier oben angegeben habe, einmal rot umrandet. Wir sind ganz zu Beginn des Alten Reiches, 3. Dynastie, um circa 2700. Wir datieren hier im Museum ab 2660 vor Christus. Und ganz kurz werden wir am Anfang auch uns um Abydos ein paar Gedanken machen, beziehungsweise einen kurzen Blick nach Abydos werfen, nur damit Sie da eine ungefähre Verortung haben, um welche beiden Orte es eben heute geht. Saqqara hier oben, Abydos dort unten. Wenn wir uns überlegen, was wir in der frühen Zeit eigentlich so an Heiligtümern haben, da werden wir in der Ägyptologie immer gerne verwiesen auf die Hieroglyphenzeichen, in denen sich einige Darstellungen von frühzeitlichen Heiligtümern erhalten haben. Diese sind typisch für bestimmte Landesteile, also eigentlich typisch für Ober- und Unterägypten, und werden im Nachhinein immer wieder auch für Rekonstruktionsversuche konkreter Tempelanlagen der Frühzeit herangezogen. Wir schauen uns die hier ganz kurz an und merken uns die für später, denn die brauchen wir heute noch ein paar Mal. Das haben wir hier auf der linken Seite einmal das Per-Wer, das Per-Nu. Das sind die beiden, die den Landesteilen Ober- und Unterägypten zuzuweisen sind, und dann noch das Sech-Netscher. Und die werden in zeichnerischen Rekonstruktionen, weil wir eben keine archäologischen Relikte davon haben, ganz gerne ungefähr so rekonstruiert. Das heißt, wir haben hier eine Art Fachwerkkonstruktion mit festen Eckbalken, die mit Schilfmatten behängt werden. Und die Dächer sind wahrscheinlich gewölbt gewesen. Das sieht man hier eben auch sehr schön anhand dieser Darstellungen. Und diese gewölbten Elemente sind möglicherweise eben Schilfrohr oder Ähnliches gewesen. Also aus vergänglichen Materialien gebaute kleine Heiligtümer, kleine Kapellen, die heute eine ganz wesentliche Rolle noch spielen werden.
Springen wir einmal in den Süden hinunter nach Abydos, genauer gesagt nach Umelgab, der Mutter der Töpfe oder der Scherben, wie es so auch heißt. Hier oben einmal so ein Luftbild, das Fruchtland auf der einen Seite, dann diese charakteristische Einbuchtung im Gebirge und davor diese Landschaft, in der sich eben die ganz frühen Herrschergräber in Abydos befinden, hauptsächlich der ersten Dynastie. Die haben uns den Gefallen getan, dass sie sich hier so annähernd chronologisch in diese Richtung bewegen. Also es beginnt hier auf der einen Seite mit einem Grab, das man vielleicht als ein ganz frühes herrschaftliches Grab bezeichnen kann, das Grab Ujot, das aber noch nicht einer bestimmten Person zugewiesen ist. Und dann geht es über die Könige der ersten Dynastie, hier Narma, Jer, Jet, die Namen sagen Ihnen vielleicht ein wenig etwas, bis hin zu Khasekhemui, der gleichzeitig der letzte Herrscher der zweiten Dynastie ist, wahrscheinlich Djosas Vater. Wenn wir uns anschauen, was da so passiert, dann sehen wir anhand der Grundrisse schon, dass wir hier in den Boden vertiefte Grubengräber haben, die sich ein wenig auch weiterentwickeln von einzeln angelegten und nicht miteinander verbundenen Gruben. Also das ist immer so ein Komplex, hin zu etwas komplizierteren Gebäuden mit angrenzenden Magazin- oder Nebenbestattungsräumen, die immer komplexer, immer größer und auch immer aufwendiger in ihrer Konstruktion werden. Wenn wir da mal reinschauen, dann sehen wir, dass ab dem König Djer es möglich geworden ist, auch größere Räume zu überdecken. Also das heißt, eine Überdachung größerer Räume vorzunehmen. Und man rekonstruiert für dieses in den Boden eingetiefte Grubengrab des Königs Djer innen, das ist also hier der Grundriss, eine hölzerne Kammer, deren genauen Konstruktion man nicht kennt, die aber diese nach vorne offenen Seitenkammern abgedeckt hat. Das ist die eigentliche Grablege des Königs gewesen. Drumherum gibt es diese Nebengräber. Das heißt, man geht hier in diesen Bereichen eben auch noch von einer Gefolgschaftsbestattung tatsächlich aus, die in diesen Grubengräbern nebenan mit bestattet waren. Daneben sind hier auch zwei Scheintüren bereits erhalten und eine Königsstele. Von letzterer ist die Aufstellung wie bei den vergleichbaren Stelen, die wir aus anderen Grabkontexten haben, nicht gesichert. Aber sowas macht natürlich nur Sinn, wenn das irgendwo oberirdisch sichtbar war. Also die wird sicherlich nicht unten in der Grabkammer gestanden haben, sondern irgendwo an dem oberirdischen, heute verlorenen Bereich. Die Anzahl der Nebengräber beträgt hier um die 340, glaube ich, herum. Und seit Djer ist noch etwas weiteres bekannt, nämlich Nachweis eines zusätzlichen Talbezirkes. Das werden wir uns gleich auch noch anschauen, weil das für die Entwicklungen bei Djosa relevant ist. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diese großen Grubengräber und auf der anderen Seite davon losgelöst die sogenannten Talbezirke. Diese Entwicklungen gehen weiter. Ich habe jetzt hier nun mal das Grab des Devin aus Abydos, erste Dynastie, und das Grab des Khasekhemui, vorhin schon erwähnt, aus der zweiten Dynastie mit dazugenommen, damit Sie auch mal eine Größenvorstellung haben, was das dann tatsächlich schon für riesige Anlagen sind. Es gibt aber einige Königsgräber der zweiten Dynastie, die bisher nicht lokalisiert oder nicht sicher zugewiesen werden konnten. Das heißt, wir haben da in der zweiten Dynastie auch eine Lücke, die uns bei der Frage danach, wie sich das tatsächlich durchgehend entwickelt hat, ein wenig Probleme macht. Dazu kommen wir aber gleich noch. Heute erhalten sind tatsächlich nur diese in den Boden vertieften Grabkammern, die aus Lehmziegelarchitektur bestehen. Fraglich ist immer die Rekonstruktion der Oberbauten. Es gibt hier einen konkreten Versuch bei Lauer von Meret Knight, zwei unterschiedliche Varianten, die er vorgeschlagen hat. Lauer, dazu kommen wir nachher noch genauer, ist eben für die Erforschung des Djosa-Bezirks auch sehr wichtig. Und er hat da zwei Alternativen vorgeschlagen, also entweder ein ganz niedriger, oberirdischer, flacher Bau, der einfach nur die Stelle des Grabes markiert, dann hier möglicherweise mit den entsprechenden Königsstelen, die da aufgestellt werden, oder vielleicht etwas mit so einer eben auch halbrunden oder gewölbten Dachkonstruktion obendrauf. Ganz wesentlich sind aber eben neben diesen Grubengräbern die circa 2 Kilometer jeweils vom zugehörigen Grab existierenden sogenannten Talbezirke. Charakteristikum dieser Talbezirke sind mächtige Umfassungsmauern, deswegen werden die in der Literatur oder wurden in der Literatur häufig auch als Totenfestungen bezeichnet.
Das Markante an denen ist aber, dass die keine tatsächlichen Innenbauten haben. Das heißt, es ist ein riesiger Bezirk mit massiven, teilweise über 10 Meter hohen Lehmziegelmauern, die völlig leer sind. Man geht also davon aus, dass es niemals feste Einbauten gegeben hat, sondern dass es möglicherweise nur temporäre Holz- und Mattenkonstruktionen dort gegeben hat für bestimmte Festanlässe. Verschiedene dieser Talbezirke sind untersucht worden, unter anderem von Kemp und Kaiser und anderen Archäologen. Und hin und wieder werden diese Bezirke auch mit den textlich belegten Festungen der Götter in Verbindung gebracht, die in frühen ägyptischen Inschriften erwähnt werden. Danach scheint es sich um Bauwerke zu handeln, die eben auch für gewisse Zeremonien verwendet werden, die bei zeremoniellen als zeremonielle Versammlungsorte gesehen werden für Götter, die eben in Prozessionen oder in Götterreisen, in symbolischen Reisen, solche Festungen aufsuchen, um dann an bedeutenden Ritualfeiern dort teilzunehmen. Eine andere Deutung, die sich mittlerweile auch weitestgehend durchgesetzt hat, geht aber in Richtung auf den Bezug zu Bestattungsfeierlichkeiten des Königs. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch hier diesen Fund von Bierkrügen, einer neben dem anderen, und auch den Fund von Bootsgräbern, die darauf hindeuten, dass eigentlich wahrscheinlicher ist, dass es sich hierbei wirklich um Anlagen, um Festareale handelt, die in irgendeinem Bezug zu den königlichen Begräbnissen gestanden haben. Deswegen auch immer diese lokale Lage, 2 Kilometer vom Begräbnisort entfernt. Also möglicherweise muss man sich hier Bereiche vorstellen, in denen eben der Totenkult für den verstorbenen Pharao zelebriert wird, bei der Beisetzung besondere Festakte durchgeführt werden. Ganz konkret, was Sie hier gerade sehen, das ist Shunet El-Sebib, das ist der Talbezirk des Khasekhemui, also des Königs, dessen Grab wir gerade vorhin noch gesehen haben. Diese Bezeichnung heißt eigentlich nichts anderes als Rosinenlagerhaus oder Rosinenscheune. Warum das so heißt, weiß man heute nicht mehr. Konnte es nicht nachvollziehen. Das ist einer dieser in der Neuzeit natürlich vergebenen Spitznamen, Bezeichnungen für solche Areale und solche Gebäudekomplexe, die da existieren. Heute in diesem Fall eben noch 7,5 bis 11 Meter anstehend und über 5,5 Meter dick, diese Lehmziegelmauern, die immerhin ein Rechteck von 133 mal 77 Metern umgeben, also eine wirklich ganz gewaltige Anlage. Diese hier, deswegen zeige ich sie Ihnen eben auch, ist im Gegensatz zu manch anderen nicht abgetragen worden. Das ist nämlich auch noch so ein Phänomen, dass einige dieser Talbezirke wohl bereits in der Antike wieder abgebaut wurden. Das war bei Khasekhemui möglicherweise nicht nötig, weil die Nachfolger eben dann den Ort verlassen und von Abydos nach Saqqara gehen und man da keine Notwendigkeit sah, das alles da wieder einzureißen. Jetzt springen wir und schauen uns an, was zeitgleich, erste, zweite Dynastie, vor allen Dingen zweite Dynastie in Saqqara passiert und finden da eine ganz andere Gräbertradition. Ich hatte schon erwähnt, einige Königsgräber aus der zweiten Dynastie sind bisher nicht lokalisiert. Sie befanden sich aber höchstwahrscheinlich, ziemlich gesichert, nicht mehr in Abydos, sondern eben im mittleren Teil des Saqqara-Friedhofs in der Nähe der späteren Djoser-Pyramide. Östlich der Pyramide des letzten Herrschers der fünften Dynastie, nämlich Unas, haben Archäologen 2 Gräber entdeckt, die den Königen Raneb und Ninetscher zugeschrieben werden. Die Superstruktur wurde aber beim Bau der Pyramide des Unas vollständig zerstört. Das heißt, auch hier fehlen uns einfach entsprechende Daten, was den Übergang zur Pyramidenzeit angeht. Was wir aber haben, sind hier einige erhaltene Reste dieser sehr großen Ziegelgräber in Saqqara, die immer in ähnlicher Weise rekonstruiert werden. Es gibt da so ein paar schöne Zeichnungen, dass das eben sehr, sehr große Ziegelmastabas gewesen sind, Mastabagräber mit einer Palastfassadendekoration an der Außenseite. Das sehen Sie hier vorne. Das sind also diese Vor- und Rücksprünge und diese angedeuteten Türdurchgänge, die eine sogenannte Palastfassade ergeben oder so rekonstruiert werden. Es ist im Regelfall recht offensichtlich, dass die Gräber in Abydos und in Saqqara völlig unterschiedlichen Traditionen und auch religiösen Vorstellungen vom Leben nach dem Tod folgen. Bei den Gräbern in Saqqara könnte man sagen, es handelt sich eigentlich um die Idee eines Lebens nach dem Tode in einer Art Haus,
das auch einer irdischen Unterkunft ähnelt, in zumindest stilisierter Form, also deswegen auch Palastfassade, erinnert an den Königspalast oder ähnliches. Und dass demgegenüber die Grubengräber in Abydos mit diesen nur kleinen Erhöhungen oben drüber vielleicht eher in der Tradition einer Vorstellung eines Urhügels oder einer ersten Schöpfung auf einem Urhügel oder ähnliches folgen könnten. Wo wir hinwollen, ist natürlich die Frage, woher kommt denn auf einmal bei Djoser diese geniale Idee, das alles über den Haufen zu werfen, und woher kommt diese Idee einer Pyramidenform? Und dazu müssen wir eben noch einmal kurz uns anschauen, was ist so eine Mastaba? Eine Mastaba, hier schematisch dargestellt, ist eben das, ein Bau, bezeichnet mit dem arabischen Wort heute für Bank, mit geböschten Wänden, das in der Regel entweder eine Scheintür an der Außenseite hat oder sogar zugängliche für das den Besuchenden betretbare Räume und dann in der Regel von der Decke der Mastaba einen senkrechten Schacht nach unten bis zu einer in den darunterliegenden Felsen vertieften Grabkammer, die dann mit der Beisetzung des Verstorbenen in seiner Grabkammer hier verschlossen war und nicht mehr zugänglich war. Also wir haben einen unzugänglichen Bestattungsteil und einen zugänglichen Teil für Besuchende, für Opfernde, wo man eben auch Opfergaben bei Festen abgeben konnte. Die Tatsache, dass man das tatsächlich so als Haus des Verstorbenen gesehen hat, wird im Einzelfall, das ist bitte nicht die Regel, sondern im Einzelfall sogar so weit getrieben, dass man innerhalb von manchen Mastabas solche privaten Wohnbereiche gefunden hat, bei denen es dann tatsächlich bis hin um die Nachbildung eines Aborts oder eines Waschraumes oder Ähnliches gegangen ist. Also man hat da wirklich Wohnräume für den Verstorbenen nach dem Tod mit eingebaut in diese Mastabas. These von Ricke, dem Ägyptologen Ricke, war, dass die Pyramidenform sich aus den oberägyptischen Hügelgräbern der frühgeschichtlichen Häuptlinge entwickelt habe. Das war lange Zeit auch anerkannt, also die Gräber in Abydos. Spätestens jetzt aber die Nachuntersuchungen des DAI Kairo haben eben gezeigt, vor allen Dingen von Günther Dreyer, dass diese Oberbauten sicherlich nicht dazu ausreichend gewesen waren, von denen aus die Pyramiden zu entwickeln. Das heißt, wir gehen eigentlich heute davon aus, dass die Idee zur Entwicklung einer Pyramide, wie wir sie dann bei Djoser vor uns sehen, über die Form dieser Mastabas funktioniert hat. Kommen wir endlich zur Stufenpyramide des Djoser, so wie sie heute uns erscheint, wenn wir dort nach Saqqara fahren und diesen Bezirk hier aufsuchen. Sie sehen hier rechts dieses Areal mit der Djoser-Pyramide hier, den späteren Pyramiden, die auch in Saqqara gebaut worden sind, einigen Punkten, zu denen wir gleich noch kommen werden. Stadelmann hat einmal gesagt, grundlegend ist die Idee, das Königsgrab über einen dauerhaften und wirksamen Schutz hinaus monumental für die Ewigkeit zu gestalten, umgeben von den erstmals in Stein errichteten Kultstätten des Landes, in denen der tote König für ewig Riten vollzieht und Prozessionen durchführt, ist dies eine Darstellung der neu konzipierten zentralen Königsmacht in ewiger, unvergänglicher Bauweise, die damit Göttlichkeit gewinnt. Ein sehr schönes Zitat, wie ich finde. Was er natürlich damit auch sagen will, ist, dass neben der eigentlichen Grablege das Ganze natürlich auch eine weit sichtbare Repräsentanz des Königstums und der Königsmacht an sich gewesen ist. Wir haben hier in dieser Djoser-Pyramide also eine für die Geschichte Ägyptens wie für die eigentlich gesamte Menschheitsgeschichte herausragenden Bau vor uns und wollen uns den jetzt im Folgenden ein wenig genauer anschauen. Dazu schauen wir uns erstmal Djoser selber an in dieser ganz bekannten Statue, woher die kommt, sofern Sie es nicht sowieso schon wissen, das sehen wir am Ende des Vortrages nochmal genauer. So ist sie jetzt, glaube ich, aktuell aufgestellt in ihrer neuen Aufstellung vor diesen Djoser-Fliesen, zu denen wir gleich natürlich auch noch kommen werden. Djoser war also der erste altägyptische König der dritten Dynastie. Er regierte wahrscheinlich mindestens 19 Jahre. Das ist zumindest die Angabe, die wir im sogenannten Turiner Königspapyrus haben. Es gibt aber auch einige Ägyptologen, die ihm einige Jahre mehr zusprechen. Die höchste Regierungszeit ist, glaube ich, mit 28 Jahren angesetzt worden. Erst seit der Mitte der 1990er Jahre ist durch Siegelabdrücke im Grab des Khasekhemui in Abydos gesichert, dass dieser Khasekhemui tatsächlich
durch seinen Nachfolger Djoser bestattet wurde. Das ist also damit ganz klar. Und damit ist Djoser auch zweifelsfrei der erste König der dritten Dynastie. Da gibt es nämlich Unstimmigkeiten in den annalen Texten, aber das gilt seither tatsächlich als gesichert. Gleichzeitig gehen heute die meisten Ägyptologen davon aus, dass Djoser auch der Sohn des Chasechemui gewesen ist. Demnach war dann die Königin Nima At-Hapi seine Mutter und er war verheiratet mit mehreren Frauen. Wir kennen den Namen nur von Hetepernebti, das ist eine der Ehefrauen des Djoser und namentlich bekannt ist außerdem eine Tochter Inet-Kaes, die uns aus anderen Quellen tatsächlich belegt ist. Zu seiner Zeit war aber dieser König Djoser noch gar nicht unter diesem Namen Djoser bekannt. Denn dieser Name Djoser ist erst in späteren, und zwar deutlich späteren, posthumen Quellen belegt. Der früheste Beleg stammt aus dem Mittleren Reich, aus der 12. Dynastie. Und seine Zeitgenossen kannten ihn eigentlich nur unter seinem anderen Namen, seinem Horusnamen Netscherichet, was so viel bedeutet wie göttlicher Leib oder göttliche Körperschaft. Göttlicher Leib ist, glaube ich, die bessere Übersetzung. Und erst spätere Quellen, wie gesagt, nennen ihn Djoser, was so viel bedeutet wie der Erhabene. Rechts neben ihm sehen Sie seinen Baumeister Imhotep. Von dem gibt es auch keine zeitgenössischen bildlichen Darstellungen, nur spätere, deutlich spätere. Hier ein Stück, das Sie auch im Original unten bei uns im Ägyptischen Museum sehen können. Unten ausgestellt, eine der vielen, vielen Bronzen, die es von Imhotep gegeben hat. Imhotep selber war möglicherweise bereits Hohepriester von Heliopolis, zumindest deutet der Titel, der den großen Schaut, der später für den Hohepriester üblich wird, dies möglicherweise an. Er war Mitglied der Landeselite, er hat diverse Titel getragen, hohe Rangtitel. Er war oberster Vorlesepriester, Oberbildhauer und Bauleiter. Und er ist vor allen Dingen deswegen heute so bekannt, weil er später vergöttlicht worden ist. Sein eigenes Grab ist nach wie vor unbekannt. Das ist ein großes Desiderat der Ägyptologie. Da haben schon sehr, sehr viele nachgesucht. Man lokalisiert es auch natürlich in Saqqara, aber es ist bis heute nicht klar, wo Imhotep selbst begraben ist. In späteren Zeiten wird dieser Imhotep immer als einer der ganz großen, genialen Weisen genannt, als ein Allround-Gelehrter. Das wird quasi schon zur Redewendung oder zur Floskel. Es gibt Texte, die nennen den Imhotep zusammen mit den Schöpfern von sogenannten Weisheitslehren. Da heißt es dann zum Beispiel, gibt es denn jemanden hier wie Horjedef, gibt es einen zweiten wie Imhotep? Diese Weisen, die vorhersagten, was kommen würde, was aus ihrem Munde kam, es trat ein. Das würde man sich heute auch gerne wünschen, dass man solche Aussagen treffen könnte. Über Imhotep wurden sie getroffen in der Spätzeit. Das Ganze geht sogar so weit, dass Imhotep später als der Erfinder der ägyptischen Schrift verehrt wurde oder auch als Begründer der ägyptischen Medizin galt. Was sicherlich eine Übertreibung ist. Mit der Erfindung der Schrift oder der Begründung der Medizin hat er wahrscheinlich wenig zu tun, aber er war eben ein genialer Baumeister und sicherlich ein ganz großer Gelehrter seiner Zeit. Über lange Zeit galt dieser Imhotep fast als rein mythische Figur, bis dann seine reale Existenz in den 1920er Jahren durch einen Fund eines Statuensockels durch den Archäologen Firth belegt werden konnte. Biografische Details sind zu ihm nicht bekannt, jedoch gibt es so eine Quelle, das ist diese Statuenbasis, die auch dazu beigetragen hat, dass man darüber diskutiert hat, ob denn dieser Imhotep möglicherweise sogar ein Bruder des Djoser gewesen sein könnte oder so. Denn hier steht auf der linken Seite der Name des Imhotep und hier auf der in der Mitte ist eben die Rede von den zwei Brüdern des Königs von Unterägypten. Und das hat zu einigen Diskussionen gegeben, der neueste Stand, Anlass gegeben. Der neueste Stand ist aber wohl, dass da kein Verwandtschaftsverhältnis vorliegt oder zumindest nicht nachweisbar ist. Der Imhotep taucht außerdem, das ist übrigens eine ganz große Besonderheit natürlich, dass ein Privatmann auf einer Königsstatue unten genannt wird. Das ist eine absolute Besonderheit, zu der es sonst kaum Parallelen gibt. Im Alten Reich, soweit ich weiß, gar keine.
Zum anderen ist er auch auf einem Graffito an der Umfassungsmauer der unvollendeten Sekhemhet-Pyramide genannt. Deswegen gibt es auch die Überlegungen, ob er auch nach dem Djoser-Bezirk noch weitere Bautätigkeiten geleitet hat, also die Sekhemhet-Pyramide eben danach auch noch gebaut hat. Zu Djoser selber und aus seiner Zeit wissen wir relativ wenig. Historische Daten aus der Zeit gibt es ganz wenige, zum Beispiel auch, weil der Palermo-Stein zum Beispiel, der immer ganz gute Aufschlüsse gibt über einzelne Ereignisse, der ist im Jahr 5 des Djoser abgebrochen. Das hilft uns nicht viel weiter. Was wir wissen, sind einzelne Punkte, zum Beispiel, dass es Expeditionen ins Wadi Magara gegeben hat auf der Sinai-Halbinsel, in die dortigen Türkisminen beispielsweise. Das wissen wir durch so ein Felsrelief, wo eben der König Djoser beim Erschlagen der Feinde dargestellt ist, ganz eindeutig mit seinem Namen, eben Netscheri-Chet, dem zeitgenössischen Namen dort angegeben. Wovon man möglicherweise auch ausgeht, ist, dass ganz wesentliche Weichenstellungen für das Alte Reich in der Zeit des Djoser getroffen worden sind. Es gibt Gefäßaufschriften aus der Zeit des Königs Djoser, aus denen klar hervorgeht, dass dort von Gauen die Rede ist, also von Verwaltungseinheiten, die eben möglicherweise in der Regierungszeit des Djoser in der dritten Dynastie zu Beginn des Alten Reiches gegründet worden sind. Kommen wir zur Djoser-Pyramide und schauen uns an, wer da denn alles so geforscht hat und wer da alles, zum Teil muss man sagen, auch anfangs sein Unwesen getrieben hat. Es geht los 1821, da wurde die Pyramide erstmals von dem preußischen Generalkonsul, dem Freiherrn von Minutoli und dem italienischen Ingenieur Girolino Segato untersucht. Und im Laufe der Grabungen entdeckte man den Eingang des Zugangstunnels, der von Norden unter die Stufenpyramide führt. Und das Team von Minutoli fand dort in den Gängen neben zahlreichen Fragmenten von zerbrochenen Gefäßen in einer Ecke auch die Überreste einer Mumie. Und er notiert dazu, ich zitiere das einmal, dass aber diese Pyramide einst im Innern mit großem Aufwand geschmückt war, beweisen die zahllosen Fragmente zerbrochener Alabaster- und Marmorgefäße. Leider sollen gleich bei der ersten Öffnung viele höchst merkwürdige Gegenstände entwandt und veräußert worden sein. Mir wurden bloß die Bruchstücke einer kostbaren Mumie zuteil, ohne Zweifel die Reste des hier beigesetzten Fürsten. Sie bestanden in einem stark vergoldeten Schädel und zweien ebenfalls vergoldeten Fußsohlen. Aber auch diese ihrer Art einzigen Stücke wurden ein Raub der Wellen. So schreibt er, nämlich Minutoli, in seinem Tagebuch Reise zum Tempel des Jupiter Ammon 1824. Das wäre natürlich eine Sensation gewesen, weil das damit der einzige Fund eines Königs in seiner Pyramide gewesen wäre. Aber wir gehen heute davon aus, dass diese vergoldeten Fußsohlen und dieser vergoldete Schädel eine Nachbestattung aus der Spätzeit gewesen sind und sicherlich nicht der König, die Reste des Königs Djoser dort. Warum wird das Ganze ein Raub der Wellen? Dieser letzte Satz von Minutoli bezieht sich auf den Umstand, dass seine ganzen Funde, die er damals gemacht hat, zusammen auch mit den ganzen Dingen, die er in Ägypten gesammelt hat, gekauft hat, die ganzen Antiken, die ganzen Relikte, die er zusammengesammelt hat und die er eigentlich dem preußischen König Friedrich Wilhelm III. Schicken wollte, auf einem Schiff, nämlich der sogenannten Gottfried, transportiert hat. Und diese Gottfried ist mit, ich glaube, 97 wertvollen Frachtkisten auf ihrem Weg zwischen Triest nach Hamburg gesunken in der Elbemündung und bis heute nicht lokalisiert. Also da liegen irgendwo noch 97 Kisten, unter anderem mit einer wahrscheinlich nicht mehr so gut erhaltenen goldenen Fußsohle und einem vergoldeten Totenkopf irgendwo auf dem Grund der Elbemündung. Der nächste, der sich dort betätigte, war der englische Berufsoffizier Colonel Richard William Howard Wise. Der gelangte 1837 nach Ägypten und der schreckte, was damals gar nicht so selten war, nicht mal vor dem Einsatz von Schießpulver bei der Erforschung, in Anführungsstrichen, der Pyramiden zurück. Er hat zum Beispiel den Eingang zur Mykerinos-Pyramide freigesprengt und hatte vorher bereits zwei, Gott sei Dank, vergebliche Versuche unternommen, mittels schwerer Artillerie eine Öffnung in die Südwand der Stufenpyramide des Djoser zu schießen.
Zur selben Zeit machte Weiss aber auch die Bekanntschaft seines Landsmannes Perring, der gerade an der Forschung der Pyramiden von Gizeh, Abusir, Saqqara und Dahschur arbeitete. Und der wiederum war ein Ingenieur und wandte im Gegensatz zu Howard Weiss sehr sorgfältige Grabungsmethoden an und war auch der Erste, der dann die Djoser-Pyramide vermessen hat. Und das auch tatsächlich so genau, dass man teilweise bis heute auf seine Vermessungen da gut zurückgreifen kann. Was Sie hier sehen, ist übrigens die Südseite der Cheops-Pyramide in so einem alten Dia mit hier dieser Scharte drin, die Bresche, die auch als Wise Hole bekannt ist, weil auch da hat er angefangen mit Sprengstoff zu arbeiten und hat da also über 9 Meter Scharte reingesprengt in diese Pyramide. Kurz darauf kam Richard Lepsius, hat eben auch den Djoser-Bezirk in Saqqara besucht, betrat übrigens auch die unterirdischen Galerien und hat als erster erkannt, dass die Pyramide des Djoser wohl durch eine Übereinanderschichtung mehrerer Mastabas entstanden sein müsse. Also diese Erkenntnis geht bereits auf Lepsius zurück. Die ersten systematischen archäologischen Grabungen im Djoser-Komplex fanden dann aber erst später statt unter dem englischen Forscher Cecil Firth. Und der hat mit Zustimmung von Pierre Lacot, der war damals der Generaldirektor der Antikenverwaltung in Ägypten, dort seine Arbeiten aufgenommen und hat also mit Sondierungen angefangen, hat erste Entdeckungen gemacht, hat als erster auch die ursprünglichen Verkleidungsblöcke gefunden, die nur noch im untersten Teil erhalten waren, aus diesem wunderbaren Tura-Kalkstein. Und der hat eben angefangen, dort die Pyramide zu untersuchen. Nach dem Tod von Cecil Firth übernahm James Edward Kibell die Leitung der Ausgraben, bis auch er 1935 verstarb. Und dann kam der vorhin schon mal erwähnte Jean-Philippe Lauer, der schon von Firth als Assistent nach Saqqara berufen worden ist, weil er eben nicht nur in Ägyptologie promoviert hatte, sondern auch noch ein abgeschlossenes Architekturstudium aufzuweisen hatte. Und Lauer selber ist annähernd 100 Jahre alt geworden und hat tatsächlich 75 Jahre seines Lebens in diesem Gebiet von Saqqara hauptsächlich eben auch an der Djoser-Pyramide geforscht und, das ist für uns heute ganz wichtig, auch sehr, sehr viel dort wieder aufgebaut. Also wenn Sie heute dorthin kommen und heute nach Saqqara kommen, dann sehen Sie den Zustand so, wie Lauer das nach 75 Jahren Arbeit dort hinterlassen hat und eben nicht den Zustand, wie er sich original dort so erhalten hat. Das ist also ganz wichtig. Alles, was dort, sagen wir mal, höher ist als 1,50 Meter um die Pyramide herum, die Pyramide selber ist natürlich ausgenommen, ist aber von Lauer und seinem Team rekonstruiert worden anhand der Originalteile. Aber man muss wissen, es ist halt wieder aufgebaut worden. Der geniale Baumeister Imhotep, den wir jetzt schon ein paar Mal genannt hatten, der kombiniert also dort zum ersten Mal einen großen Bezirk, einen umwallten Bezirk für die Bestattungsfeierlichkeiten des Königs, der noch eine ganz andere Bedeutung bekommen hat sicherlich, nämlich den eines Festareals des sogenannten Seetfestes mit dem eigentlichen Königsgrab. Das sind so die wesentlichen Bestandteile, die wir uns im Folgenden anschauen wollen. Auf der einen Seite diese große Umfassungsmauer mit einem einzigen Eingang. Das ist hier ein Tor. Sie sehen, dass es da andere Tore gibt, weitere 14 an der Zahl, die aber alles Scheintore sind. Das heißt, die sind nicht benutzbar, die sind massiv. Der einzige Zugang ist hier unten in dieser Ecke und über den betreten Sie auch heute noch dieses Areal, wenn Sie dort nach Saqqara kommen. In der Mitte natürlich die große Stufenpyramide, hier etwas, was wir heute als Südgrab bezeichnen. Dann große, weite, offene Höfe, hier der sogenannte große Kulthof. Dann gibt es hier einen Hof, das ist heute so genannt, der sogenannte Hepset oder der Seetfesthof, das ist dieses Areal. Dann gibt es hier verschiedene andere Gebäude, das Haus des Südens, das Haus des Nordens, da kommen wir noch zu. Da hinten ein Totentempel und ein weites Areal im Norden, das größtenteils auch noch gar nicht untersucht ist, sowie mehrere massive Bauten, sehr, sehr lang, deren Deutung heute auch nach wie vor fraglich ist, zu denen kommen wir am Schluss aber noch. Wenn wir einmal von der Luftperspektive auf Saqqara schauen und uns dieses Areal anschauen, dann sehen wir hier in der Mitte die Djoser-Pyramide ganz klar, wir sehen den modernen Busbau,
Parkplatz, wo Sie also heute ankommen. Hier unten ist der Eingang, wie gesagt. Was ich hier aber zeigen möchte, ist, dass es um dieses ganze Areal herum, das an sich ja schon sehr groß ist, ein weiteres Areal gibt. Das kann man vielleicht in diesem Bereich hier nachvollziehen, wo um dieses gesamte Areal nochmal ein großer Graben angelegt worden ist, der tatsächlich heute aber versandet ist. Und dieser große Graben ist archäologisch gut belegt. Da, wo ich die rote Linie eingezeichnet habe, lief er ungefähr entlang. Der ist vorne an seinem vorderen Ende doppelt geführt. Das heißt, er überschneidet sich, sodass hier tatsächlich nur ein ganz, ganz schmaler, kleiner Eingang in dieses Areal in der Antike es gegeben hat, wo man also hier dieses Areal überhaupt betreten konnte. Und dieser riesige Graben, den Sie heute oberirdisch nicht mehr sehen können, weil er komplett zugesandet ist, hat immerhin eine Größe von 750 mal 600 Metern und 40 Meter Breite. Sie müssen sich mal vorstellen, was das für Massen sind. Und es gibt verschiedene Angaben über die Tiefe. Der ist natürlich nie vollständig geleert worden. Es gibt aber partielle Untersuchungen dort. Und da gibt es Angaben von bis zu 26 Meter Tiefe. Also ein 40 Meter breite und 26 Meter tiefe Graben, der dort angelegt worden ist. Ob das natürlich überall so tief ist, das sei mal dahingestellt. Und der war innen eben auch dekoriert. Es gibt da wohl Rekonstruktionen anhand archäologischer Untersuchungen, dass diese Wände ursprünglich sogar auch Nischen dekoriert waren. Fraglich ist, was mit den ganzen Steinmassen passiert ist. Naheliegende These ist, dass ein großer Teil in dem Djoser-Bezirk verbaut worden ist, also dass tatsächlich das Steinmaterial zumindest für die Kernbauten und andere Gebäude hier aus diesem Graben stammen könnten. Ansonsten haben wir davon keine Spur. Die Außenverkleidung beispielsweise ist aber aus Tura hergebracht worden. Also das ist eine Riesenlogistik, sehr feiner, sehr schöner weißer Kalkstein, der von Tura aus dort nach Saqqara gebracht worden ist, um dann die Pyramide zu verkleiden. Bis heute streitet man sich so ein bisschen darüber, was für eine Funktion dieser Graben denn sonst noch gehabt haben könnte. Es gibt Überlegungen, dass diese ganze Anlage auch eine Art Wehrhaftigkeit ausdrücken soll, einen Schutz darstellen soll, wozu so ein gewaltiger, riesiger Graben natürlich auch passen würde. Das ist also möglich. Man weiß, dass zu diesem Zeitpunkt, als Djoser sein Grab gebaut hat oder hat bauen lassen, die Gräber der ersten und zweiten Dynastie zum Teil eben schon geplündert worden sind. Also möglicherweise gibt es da wirklich auch ein Schutzbedürfnis, das dazu führt, dass diese Anlage so massiv dort ausfällt. Ganz kurz hinweisen möchte ich noch auf die Great Enclosure oder Giza el-Mudir. Das ist eine Anlage, die ganz ähnliche Konstruktion aufweist, also ein riesiges Areal, das übrigens auch aus Stein errichtet worden ist. Also da hatten wir schon mal was, was auch aus Stein gebaut worden ist. Und da ist aber auch die Datierung fraglich. Stadelmann möchte das gerne an das Ende der zweiten Dynastie datieren. Damit wäre diese Umwallung, die aber eben auch sonst nichts drinnen hat, tatsächlich sogar noch etwas älter, der ältere Steinbau im Vergleich zu dem Djoser-Bezirk. Also möglicherweise haben wir da auch so einen Kultbezirk nochmal vor uns. Jetzt gehen wir aber endlich mal rein in den Djoser-Bezirk, gehen zur Umfassungsmauer. Nochmal zur Erinnerung, hier über 10 Meter hoch, alles von Lauer, aufgrund natürlich der archäologischen Belege und mit Originalmaterial größtenteils rekonstruiert. Diese Umfassungsmauer umschließt einen Gesamtbezirk von 545 mal 278 sind es, glaube ich, Metern. Und ist eben nischengegliedert. Jetzt sehen Sie, warum ich vorhin da so Wert gelegt habe auf diese Saqqara-Mastaba-Gräber. Also da finden wir diese Nischengliederung wieder. Und dieses Tor ist, wie vorhin schon mal erwähnt, das einzige tatsächlich echte Tor. Alle anderen 14 Tore sind nur Attrappen. Was man hier bereits sehen kann, das sehen Sie an der Gestaltung dieser Fassade, ist, dass wir hier tatsächlich die Umsetzung einer Lehmziegel-, Holz- und Mattenkonstruktion in Steinarchitektur haben. Also diese ganzen kleinen Felder, die Sie hier sehen, die haben keine technische Funktion, die sind für die Konstruktion dieses Eingangstores nicht notwendig, sondern das sind Reminiszenzen an die Bauweise, wie es vorher eben in einer pflanzlich getragenen Architektur eingesetzt war, also möglicherweise ein Holzgerüst imitiert oder ähnliches.
Das sehen wir auch in der großen Eingangskolonnade, durch die wir uns jetzt hier reinbegeben. Das ist sicherlich einer späteren Bauphase dieses Bezirkes zuzuordnen, aber natürlich noch unter Djoser. Eine lange Eingangskolonnade, die auch nicht ganz gerade verläuft, die leicht geknickt ist. Man geht heute davon aus, dass die so leicht schief gesetzt ist, weil sie sich an einem früheren dort stehenden, ebenfalls schief liegenden Gebäude orientiert hat, dass das in der späteren Bauzeit wieder abgetragen worden ist. Diese Eingangshalle führt den Weg über 20 Kalksteinsäulenpaare in das Innere des Bezirkes. Da sind einige von Ihnen, die ich heute Abend hier sehe, auch schon mit mir mal gewesen auf so einer Freundeskreisreise. Ich glaube, das ist sogar ein Foto von dieser Reise. Und dort haben wir eben die Umsetzung auch von Pflanzenarchitektur. In diesem Fall sind es eben Pflanzenbündelsäulen, die nach oben gehen. Man hat sich möglicherweise über deren Stabilität noch, ja, man war etwas unsicher, ob das Ganze denn so auch wirklich funktionieren würde, hat die also nicht freigestellt, sondern hat diese Säulen hinten mit so Wänden noch mit der Längswand verbunden. Die stehen also nicht frei, sondern werden sozusagen abgestützt. Und wenn Sie dann mal nach oben schauen, dann sehen Sie hier oben im rechten Bild tatsächlich die Nachahmung von Holzbalken, von runden Baumstämmen in Stein. Also was hat man gemacht? Man hat wirklich die bekannte Architektur aus vergänglichen Materialien 1:1 an manchen Stellen in Stein einfach umgesetzt und kopiert. Das sieht man eigentlich überall und man vergisst immer, welche Auswirkungen das für die gesamte ägyptische Architektur hatte. Also solche Dinge wie die Hohlkehlen, die so typisch sind, oder wie die Rundstäbe an den Häusern, an der Architektur des alten Ägypten, die werden da erfunden sozusagen. Das sind die Dinge, die dort von Imhotep in Stein umgesetzt werden. Also das heißt, die Hohlkehle ist eine Reminiszenz an letzten Endes aufgereihte Palmwedel, die vielleicht früher mal oben auf den Lehmziegelmauern steckten und sich so leicht nach außen bogen. Die hat er hier einfach in Stein umgesetzt. Und diese Binsenbündel, die schützend an den Häuserecken zusammengebunden waren, die entwickeln sich eben zu diesen Elementen wie diesen Rundstäben. Und auch die frühesten noch mit der Wand verbundenen Dreiviertelsäulen imitieren eben Pflanzstängel, ganz klar, oben mit den Blütenkapitellen obendrauf. Also das ist einfach wirklich diese Umsetzung von natürlichen Elementen in Stein. Das findet man in diesem Djoser-Bezirk an allen Ecken und Enden und teilweise auch Dinge, die uns auf den ersten Blick vielleicht sogar etwas belustigen, denn was hier hinten steht am Ende, ist eigentlich nichts anderes als in Stein gesetzte offenstehende Türflügel. Die sind natürlich nicht irgendwie benutzbar, schließbar oder ähnliches, sondern man hat riesige Tore gebaut, deren Türflügel als offen charakterisiert und dort so hingestellt worden sind. Das Ganze, hier ein älteres Foto aus der Zeit, in der Lauer dort eben angefangen hat zu rekonstruieren. Natürlich alles auf archäologischer Basis beruhend, also der hat da mit Sicherheit nichts hingebaut, wofür er so archäologisch keine Belege hatte. Über Details muss man immer streiten, aber grundsätzlich passt das so wie mit dem archäologischen Fund gesehen. Aber er hat eben alles, was wir dort heute begehen können, tatsächlich selber aufgebaut. Springen wir zu der Pyramide endlich und schauen uns die Pyramide an, die in mehreren Phasen gebaut worden ist. Und das ist jetzt das Spannende bei der Frage, wie man überhaupt zu dieser Pyramidenform gekommen ist. Sie sehen also hier mit M für Mastaba gekennzeichnet mehrere Bauphasen und dann mit P die Kennzeichen der Pyramidenbauphasen. Dieser Bau ist also mehrfach erweitert, mehrfach umgebaut worden und es wird bis heute darüber gestritten, ob denn von Anfang an überhaupt eine Mastaba, eine Pyramide, was auch immer geplant gewesen sein könnte, denn es wird immer davon ausgegangen, unten ist eine Mastaba drin, die ist aber komischerweise quadratisch, was eine Mastaba eigentlich nie ist. Das heißt, man hat überlegt, ist denn überhaupt eine Mastaba geplant gewesen, die dann sukzessive erweitert wurde oder bestand ein Plan zum weiteren Ausbau von Anfang an? Damit Sie mal sehen, dass das auch nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen oder gesponnen ist. Das heißt, einen Punkt wollte ich noch erwähnen. Wir sprechen heute von einer Stufenmastaba, was eigentlich streng genommen nicht ganz korrekt ist. Zwar gibt es hier außen Stufen, aber diese Mastaba ist eben nicht in Stufen errichtet, sondern eigentlich in Schalenbauweise. Das heißt, diese Pyramide. Das heißt, hier liegt eine Schale neben der anderen und es sind eigentlich so Schichtpyramiden, würde man vielleicht sagen, weil sie in Schichten gebaut ist. Aber wir beziehen
beziehen uns eben mit dieser Bezeichnung Stufenpyramide auf die äußere Form und zählen eben die unterschiedlichen Stufen hier ab. Dass dem tatsächlich so ist und dass das nicht irgendeine Rekonstruktion ist, die nur auf dem Papier der Ägyptologen existiert, sehen Sie hier. Die einzelnen Bauphasen sind also wirklich ganz klar zu erkennen im Gebäude heute. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen ersten Abschluss, eine Fassade gehabt, die auch verkleidet war, glatt mit Tura-Kalkstein. Und an diese Fassade ist dann eben eine weitere Bauphase auch in einem anderen Neigungswinkel angesetzt worden. Das heißt, die Rekonstruktion dieser Phasen ist eigentlich heute nicht weiter bestritten. Die erste Phase war also eben aus diesem lokalen Steinmaterial gebaute und eben quadratische Mastaba. Da gibt es auch eine schöne Geschichte zu. Angeblich gab es eine Diskussion zwischen dem noch sehr jungen Lauer und dem Borchardt, der als großer Kenner der ägyptischen Architektur wohl zu Lauer gesagt hat, junger Mann, lehren Sie mich keine Archäologie, eine Mastaba ist niemals quadratisch. Deswegen, wie gesagt, sind andere auf die Idee gekommen, Stadelmann beispielsweise, zu überlegen, ob von Anfang an eine andere Planung möglicherweise da dem Ganzen zugrunde lag. Wie sehr die Baumeister dieser Zeit tatsächlich auch noch dem Material Ziegel verhaftet waren, sieht man auch an den Maßen dieser Steine, die jetzt verwendet werden, die eben sehr klein sind. Das heißt, auch da hat man eigentlich Ziegel in Stein umgesetzt und mit diesen kleinen Steinziegeln dann gebaut. Diese ursprüngliche Mastaba ist dann in einer ersten Phase erweitert worden. Das sehen Sie hier markiert durch zwei so Ansetzungen. Diese Konstruktion einer Mastaba, ich hatte Ihnen ja vorhin das Schema auch gezeigt, erklärt auch, warum wir hier unten einen offenen Schacht haben. In den schauen wir gleich auch noch hinein. Aber es gibt eben hier unter dieser Mastaba in den Felsen vertieft die Grabkammer und die ist tatsächlich zugänglich über einen weiten, großen, offenen Schacht. Was natürlich von der Konstruktion her, wenn man davor hat, eine Riesenpyramide draufzustellen, schon so ein bisschen riskant ist oder fragwürdig ist. In der nächsten Phase wird dann diese Mastaba erweitert zu einer ersten Stufenpyramide, die dann nochmal erweitert wird, auch dadurch, dass man dann eben andere Teile überbaut zu dem, was wir heute eben vor uns sehen. Und dieser Bau ist dann komischerweise nicht mehr quadratisch, sondern länglich rechteckig, was auch unklar ist, warum man, wenn man schon eine Pyramide baut, die eben nicht quadratisch baut, sondern die ist ostwestlich ausgerichtet in ihrer Grundfläche eben etwas länger. Die endgültigen Maße nach Abschluss der Bauarbeiten waren 208 mal 231 Ellen. Das sind etwas über 100, knapp 110 mal 121 Meter eben. Höhe immerhin circa 60 Meter und Sie sehen, dass da eben heute auch massiver Renovierungs- und Restaurierungsbedarf ist. Da wird also seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten versucht, dieses Gebäude auch tatsächlich an der Oberfläche weiter zu sichern. Das sehen Sie auch hier nochmal. Hier unten die untersten Blöcke der ehemaligen Verkleidung aus diesem Tura-Kalkstein, die hier eben glatt nach oben ging. Und hier sehen Sie diese ganz kleinen Steinblöcke, die eben fast ziegelartig wirken und mit denen diese ganze Pyramide gebaut worden ist. Werfen wir einen Blick in die Pyramide hinein, dann haben wir auf den ersten Blick etwas schwierig zu verstehendes Gangsystem. Es gibt also einen Eingang in die Pyramide hier von dieser Seite aus, vom ursprünglichen Totentempel aus. Und in dem anstehenden Fels unter dem Zentrum der Stufenpyramide wurde eben diese Grabkammer errichtet. Und wegen dieser ursprünglichen Konzeption das Ganze eben am untersten Ende eines großen offenen Schachtes. Um diesen Schacht herum gibt es zunächst einmal, das sind diese grau eingezeichneten Gänge, mehrere Gangsysteme im Norden, Süden, Westen und Osten jeweils eines. Und das sind Magazingänge, in denen eben Dinge gelagert worden sind für das Leben nach dem Tod. Und es gibt vor allen Dingen hier einen besonderen Teil, da schauen wir auch gleich rein. Das ist um einen massiven Felskern angelegtes Gangsystem, in dem eben auch diese Djoser-Fliesen verbaut worden sind, vermutlich um den Königspalast dort unten für die Ewigkeit zu erhalten und nachzubauen. Das ist ein Blick in diesen offenen Grabschacht. Hier sehen Sie, wie der ursprüngliche Eingang in diesen Grabschacht hineinkam. Und hier sind also jetzt 28 Meter offener Schacht und darüber steht dann die Pyramide. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und ganz unten ist die eigentliche Grabkammer.
Die ist aus Granitblöcken aus Assuan gebaut und da drin war ursprünglich mal Djoser bestattet. Wahrscheinlich gab es da drüber, über dieser Grabkammer, hier eine sogenannte Manövrierkammer, die man brauchte, um das Begräbnis dort einzulassen. Und das geschah dann tatsächlich durch diese Stelle, wo man also ein Loch gelassen hatte. Und dieses Loch ist nach der Beisetzung dann mit einem Granitpfropfen, wahrscheinlich um die 3 Tonnen schwer, verschlossen worden. Und der steckt da eben immer noch drin und dichtet diese Grabkammer nach oben hin ab. Sie ist natürlich trotzdem beraubt worden, da ist heute nichts mehr drin, aber das ist die eigentliche Grabkammer innerhalb dieses 7x7 Meter breiten und 28 Meter tiefen Grabschachtes. Darüber hinaus gibt es verschiedene Gänge, das sind diese hier an der Seite, die wahrscheinlich als Familiengräber gedacht gewesen sind. Die sind zum Teil durch die Erweiterung der Pyramide überbaut worden. Das heißt, die sind unbrauchbar gemacht worden. Die ersten sind durch einen Kurzschluss, würde man sagen, hier noch begehbar. Die anderen sind tatsächlich abgedeckt worden. In diesen Gangsystemen tatsächlich, zu denen kommen wir gleich noch. Vorher schauen wir uns noch diesen Teil an, den ich schon erwähnt hatte, dieser graue Gang, der da vorliegt. In diesem Galeriesystem gibt es eben diese wunderbaren Djoser-Fliesen. Und diese Djoser-Fliesen sind dort unten wohl angebracht gewesen, um tatsächlich auch wiederum den Mattenbehang eines Königspalastes zu imitieren. Das heißt, man hat hier hochgerechnet 36.000 dieser Fayence-Fliesen hergestellt. Hier sehen Sie mal so eine Fayence-Fliese, die dann eingesetzt worden sind, jedes einzeln und hinten angebunden worden sind in diese Wandkonstruktionen. Nur um unterirdisch für immer verschlossen nach Vorstellung der alten Ägypter dem König sein Jenseitspalast, seine Nachbildung seines Palastes zu ermöglichen. Jetzt brennt man natürlich auch nicht einfach so mal eben 36.000 Fayence-Ziegel. Sie müssen sich mal vorstellen, was das auch für eine Arbeit ist. Das muss bei annähernd 1000 Grad gebrannt werden. Und für diese Glasur hier, diese tiefgrüne Glasur, die eben diesen Mattenbehang imitieren soll, da braucht man zum Beispiel Türkis. Und wo kriegt man Türkis her? Dafür muss man Expeditionen bis in den Sinai machen. Also das gibt eine Vorstellung davon, was da eigentlich unternommen worden ist, um diese Kammern da unten auszugestalten, ja. Wir haben unten eine rekonstruierte Wand, die sehen Sie hier unten bei uns im Museum auch, im Raum Kunsthandwerk. Dieses hintere Teil ist natürlich rekonstruiert, modern, und hier sind aber die originalen Fliesen eingesetzt und hier oben wird eben auch nochmal illustriert, wie die da eben hinten befestigt und angebunden sind. Diese Fliesen übrigens sind immer wieder auch beliebte Mitbringsel gewesen in früheren Zeiten. Deswegen tauchen die überall immer wieder mal auf, wenn man irgendwelche Nachlässe bekommt, wenn man Reiseandenken des Urgroßvaters irgendwo auffindet. Sehr häufig ist da gerne mal so eine Djoser-Fliese mit dabei. Daneben gibt es dort Scheintüren, die Szenen des Königs beim Kultlauf zeigen. Dort gibt es verschiedene Szenen. Ich habe Ihnen hier einerseits mal ein Foto mitgebracht, andererseits aber, wo man es vielleicht etwas besser sieht, die Umzeichnungen. Das sind Szenen, wo der König selbst erscheint in unterschiedlicher Tracht. Einmal mit der Krone von Unterägypten, dann wieder mit der Krone von Oberägypten. Einmal im Königsschurz mit dem Schindit, manchmal sogar nur mit so einer Phallustasche. Und der ist entweder bei dem Besuch von Kapellen, hier tauchen sie wieder auf, ich habe sie Ihnen am Anfang mal gezeigt, das Perwer zum Beispiel gezeigt, oder aber er rennt. Das heißt, er läuft wirklich, die Fersen sind vom Boden abgehoben, er rennt in einem Kultlauf. Und beachten Sie mal bitte diese drei Dinge hier unten, diese drei halbrunden Formen, da kommen wir gleich nämlich nochmal drauf zu sprechen. Diese Darstellungen sind wahrscheinlich zu verbinden mit Dingen, die wir aus späterer Zeit haben oder gleichzusetzen, zum Beispiel aus Nioseré, Abu Ghurob, dem Sonnenheiligtum des Nioseré, wo es die sogenannte große und kleine Festdarstellung des Hep-Set-Festes oder des Set-Festes gibt, anhand derer wir den Ablauf dieses Verjüngerungsfestes des Königs nachvollziehen. Das heißt, es gibt ein Fest, das seinen Ursprung in der ägyptischen Frühzeit hat, dessen Ursprung auch nicht so ganz klar ist. Da gibt es viele Diskussionen rum. Ist es entstanden, weil man früher den König, den alten König, tatsächlich rituell getötet hat und einen neuen eingesetzt hat? Selbst solche Thesen hat es gegeben.
Da möchte man heute so ein bisschen von weg, aber es geht in jedem Fall darum, die physische Leistungsfähigkeit, die Stärke eines Königs zu prüfen und diese nach Möglichkeit auch zu erneuern, zu erhalten. Und das passiert unter anderem durch gewisse Riten. Das heißt, es gibt Prozessionen, es gibt eigentliche Verjüngungspraktiken, die stattfinden wahrscheinlich im Palastinneren. Es gibt Szenen der Huldigung, es gibt den Besuch von Heiligtümern und dann eben diese öffentlichen Kultläufe, die Sie auch hier wieder sehen können. Und auch hier tauchen wieder mehrere solche halbrunden Male auf. Und auch hier rennt der König mit Krone und Stierschwanz ausgestattet, mit dem Flagellum in der Hand, tatsächlich um irgendwelche Male herum und beweist, dass er dazu physisch noch in der Lage ist. Dieses Fest werden wir haben durch die gesamte altägyptische Geschichte hindurch als Fest, das in den griechischen Texten noch bekannt ist als das 30-Jahr-Fest. Das heißt, idealerweise hat der König nach 30 Jahren seine Herrschaftsmacht verjüngt, regeneriert und das nach außen hin bewiesen. Und das ist der Grund, warum tatsächlich Djoser in diesem Bezirk diese Setfest-Thematik hat. Er will das eben auch im Jenseits tun. Er will sich auch im Jenseits stetig verjüngen und sich regenerieren. Kommen wir, damit wir da heute nochmal durchkommen durch diese ganzen unterirdischen Gänge, zu diesen Schächten, die ich schon angesprochen habe, also eigentlich wahrscheinlich als Gräber für die Familienangehörigen geplant, später überbaut. Dort werden nur noch die ersten tatsächlich Gänge als Bestattungsanlagen benutzt. Dort gibt es unbeschriftete, leider Stelenpaare, die in den nördlichsten 5 Schächten angeben, dass es wahrscheinlich Grabschächte gewesen sind. Und da hat man auch einige Bestattungsreste rausgeholt. Darunter gibt es einen Fund, der gemacht worden ist von Kybel, der dort einen Oberschenkelknochen, Beckenknochen, Schädel einer jungen Frau mit 16, 17 Jahren gefunden hat. Da gibt es C14-Untersuchungen zu, die passen zumindest in die Zeit des Djoser. Also da ist überlegt worden, ob das möglicherweise eine Tochter des Djoser gewesen ist. In den anderen Gängen hier unten sind Beigaben beigesetzt, und zwar ausschließlich Gefäße. Steingefäße, und zwar 40.000 Stück. Und die geben uns tatsächlich Rätsel auf, denn die nennen eigentlich alle Namen der Könige der ersten und zweiten Dynastie, also von Nama, Djer, Den, Ajib, Semerchet, Kaa, Hetep, Sechemui, Ninetscher, Sechemib, Chasechemui, alle belegt, nur Djoser selber nicht. Das heißt, Djoser hat diese ganzen Gefäße eingesammelt und hat die bei sich beigesetzt. Und da ist natürlich auch immer die Diskussion gewesen, ja, warum tut er das denn? Ist möglicherweise der Hintergrund, dass diese Gräber der ersten und zweiten Dynastie schon in seinen Zeiten geplündert waren und er rettet diese Dinge und bringt sie dort unter? Das war so eine Theorie, wobei man sich dann auch fragen muss, warum denn dann nichts anderes? Warum denn dann nicht weitere Beigaben? Warum denn dann nicht irgendwelche Kultgeräte, Waffen, Spiele, was auch immer man sich da vorstellen könnte? Fakt ist jedenfalls, dass wir 40.000 Gefäße da unten haben, teilweise eben mit Königsnamen beschrieben, unterschiedlichster Form und Güte. Und auch da, das zeige ich Ihnen nur als ein kleines Beispiel, die Umsetzung von vergänglichen Materialien in Stein. Also wenn man hier so ein Gefäß hat, dann ist da draußen ein Netz nachgebildet, das eigentlich aus Seilen geknüpft war, um so ein Gefäß aufzuhängen. Und die haben es halt einfach direkt auch hier in Stein umgesetzt. Also auch hier die Imitation von Naturmaterialien in Stein. Kommen wir zu dem großen Festhof. Da möchte ich ganz kurz mit Ihnen reinschauen, weil wir nämlich da etwas wiederfinden, was wir uns jetzt anhand der Reliefs erklären können. Denn hier finden wir zwei dieser halbrunden wahrscheinlich Laufmale, um die der König in seinen Kultläufen gelaufen ist. Sehen Sie also hier nochmal. Und diese beiden Konstruktionen gibt es in diesem ansonsten weitgehend leeren großen Festhof. Also möglicherweise ist das der für die Ewigkeit errichtete Kultlaufhof des Königs. Und diesen Kultlauf finden wir auf den unterschiedlichsten Quellen, eben auch schon seit der frühen Zeit. Ich habe Ihnen hier mal den Keulenkopf des Nama mitgebracht, der hier in seinem Hepset-Gewand in seiner Kapelle sitzt. Und davor sind eben auch hier an dieser Stelle diese Laufmale, 3 Halbrunde. Und selbst bei diesem Elfenbeintäfelchen des Den sehen Sie genau die gleiche Konstruktion. Der König in Hepset-Gewand in seiner Kapelle und davor der König laufend zwischen diesen Laufmalen. Und so rekonstruiert man eben diesen Hof.
Auf der Südseite des Hofes gibt es das sogenannte Südgrab. Und auch dieses Südgrab gibt uns ein wenig Rätsel auf, denn dieses Südgrab ist in Teilen eine Kopie der Gänge und Kammern unter der Stufenpyramide. Ein zweites Grab, wo dann eben immer die Frage war, wozu dient dieses Grab? Es gibt dort eine Eingangskapelle, die ist geschützt durch dieses Kobrinfries hier oben, magischer Schutz. Und wenn wir da mit dem Röntgenblick einmal drunter schauen, einmal unter die Djoser-Pyramide hier und dann unter das Südgrab dort, dann sehen Sie, dass wir eben hier zwei unterschiedliche Anlagen haben. Die eine ist interessanterweise Nord-Süd orientiert, die der Pyramide. Die andere ist Ost-West orientiert. Und allein das hat natürlich dazu Anlass gegeben, zu diskutieren, inwieweit ist denn in der Pyramide selber noch der Aufstieg des Königs zu den Sternen, zum Nordhimmel thematisiert, während im Südgrab schon der Lauf der Sonne Ost-West die wesentliche Rolle einnimmt. Und auch die Bedeutung dieses Südgrabes ist uns nicht so ganz klar. Es gibt die Überlegungen von Lauer selber und von Ricke, die sagen, das ist das Kanopenbegräbnis gewesen, also die Eingeweide des Königs sind separat bestattet worden. Ricke hat aber dann seine Meinung auch mal geändert und hat gesagt, es ist das K-Grab, also ein Grab für einen Seelenbestandteil des Königs. Dann ist überlegt worden, ob es ein Scheingrab im Kontext des Seetfestes sein kann. Das war eine Theorie von Firth und auch von Helk. Altenmüller beispielsweise hält es für ein reines Statuengrab. Also all diese Dinge sind dort überlegt worden. Im unteren Bereich sieht es eben ganz ähnlich aus wie die Dinge, die wir vorhin schon gesehen haben, also diese Wände, in denen alle diese Djoser-Fliesen eingesetzt waren. Hier wieder die Titulatur des Königs und auch hier wieder diese Umsetzung in feste Architektur, also diese matten Rollen, die hier nachgebildet werden durch diese Fayence-Fliesen. Dort unten hat man auch wiederum Beigaben gefunden, beispielsweise beschriftete Töpfe, die Sie hier sehen auf diesem alten Foto, ebenfalls wieder mit den Namen von Königen der ersten und zweiten Dynastie, allerdings ohne dann Djoser selber, also den Namen Netscherichet findet man dort nicht. Was ganz interessant ist, ist, dass man hier sogar noch die Trage gefunden hat, oben aufliegend, mit der man diese Objekte dort eingebracht hat, also die ganzen Krüge, die da hingebracht worden sind. Wir gehen ein bisschen zügiger durch ein paar andere Bauten noch, die ich Ihnen zeigen möchte zu diesem Djoser-Bezirk. Es gibt auf der einen Seite an diesen Hof angrenzend den sogenannten Tempel Teh. Teh heißt er einfach nur deswegen, weil Lauer ihn in seinem Arbeitsprogramm mit dem Buchstaben T versehen hat. Und nachdem man sich auch da streitet, wozu er eigentlich gedient hat, hat er diesen Namen Tempel T behalten. Dieser Tempel T ist tatsächlich ein Gebäude, das betretbar ist, also kein Scheinbau, sondern das hat innen verschiedene Gänge und Kammern. Es hat eine Eingangskolonnade, ein Vorzimmer, drei Innenhöfe, einen quadratischen Saal. Man hat überlegt, ob da hinten in diesem Bereich auch eine Königsstatue einmal gesessen haben könnte. Und es gibt auch da die unterschiedlichsten Deutungen. Es gibt die Überlegung, ob das eine Art Königspavillon gewesen ist, der genutzt worden ist, um das Umkleiden des Herrschers zu gestatten, zum Beispiel für diese Kultläufe. Es ist überlegt worden, ob das der Prototyp des späteren Tempelpaläste gewesen ist. Das war eine Theorie, die Stadelmann auch geäußert hat oder ähnliche Dinge. Also die genaue Verwendung ist tatsächlich bis heute viel diskutiert. Und dann gibt es auf der Rückseite diesen sogenannten Hep-Set-Hof oder Set-Festhof. Also altägyptisch heißt Hep ja nichts anderes als Fest. Deswegen heißt er manchmal Hep-Set-Hof und manchmal Set-Festhof. Und in diesem Komplex befinden sich tatsächlich überwiegend Scheinbauten. Das heißt, wir haben einen weiten, offenen Hof, dessen östliche und westliche Fassade gesäumt war von Kapellenreihen. An der Ostseite waren es 12, an der anderen Seite 13. Und die wiederum gleichen sich an diese frühen Heiligtümer, die ich Ihnen gezeigt hatte. So werden sie auch rekonstruiert. Das sind also die Rekonstruktionen, die dort heute stehen. Als reine Scheinarchitektur, als reine Theaterbühne für diese in die Unendlichkeit verlängerten Riten, die möglicherweise im Namen des Seetfestes dort stattgefunden haben. 12 Kapellen auf der einen Seite, 13 Kapellen auf der anderen. Und wenn wir uns die anschauen, dann sehen wir, dass die alle massiv sind, glatte Oberseiten haben, oben diese Umsetzung
dieser Pernu-Kapellen in diesem Falle und dann einen blind endenden Eingang. Da ist also nichts dahinter, das ist keine Tür, sondern das sind Statuennischen, in denen möglicherweise dann früher Statuen aufgestellt waren. Ganz oben gibt es Einlässe, die man vielleicht rekonstruieren kann mit solchen Upuaut-Standarten. Das ist ein Vorschlag, den Lauer gemacht hat, auch anhand der Darstellungen bei Djoser selber. Also da oben die Schakalsstandarte als der Gott der Wegeöffnerer, der Upuaut, der dort eben möglicherweise zu rekonstruieren ist. So sieht es aus und es sind eben heute nur einige dieser Kapellen bis zu ihrem gewölbten Dach rekonstruiert. Die anderen dazwischen sind nicht rekonstruiert, aber Sie sehen, da reihte sich eine Kapelle an die andere tatsächlich. In diesen Eingängen gestanden haben könnten solche Statuen im fertigen Zustand. Was wir hier sehen, sind unfertige Osiris-Statuen des Djoser aus dem Bereich eben dieses Hepset-Hofes. Sehr schön kann man nachvollziehen, was das für einzelne Arbeitsschritte gewesen sind, vom quadratischen Block über die erste rohe Aushauung bis hin eben zu den etwas ausgearbeiteten Details hin. Und die könnten eben möglicherweise dort drin gestanden haben. Ebenfalls finden sich dort noch ein paar Statuenbasen, diese hier beispielsweise mit den Füßen sicherlich des Königs und möglicherweise Familienangehörigen oder Göttern, leider heute nicht mehr so ganz zu rekonstruieren. Überall im Areal immer wieder diese Umsetzung von Dingen in Stein. Hier sehen Sie an einer Wand eine aufgeklappte Tür in ihrer Türangel, natürlich auch nicht nutzbar, sondern einfach so in Stein umgesetzt. Oder hier in Stein umgesetzten Holzzaun, der einfach damit eingebaut worden ist. Also auch hier wieder dieses Thema der Umsetzung in Stein. Innerhalb dieses Hofes gibt es ein Podest und dieses Podest ist wieder sehr interessant, weil wir das wiederum verorten können im Seetfest. Ich hatte Ihnen bereits mehrfach gezeigt, jetzt nochmal hier in dem Beispiel, das wir auch hier unten im Museum haben, wieder aus dem Sonnenheiligtum des Niusaré, das Thronen des Königs im Seetfestmantel auf so einem Podest. Und das ist das Original, schwach zu erkennen, das ist die Umzeichnung. Und dieses Podest sieht man eben hier tatsächlich in diesem Seetfesthof. Dann gibt es zwei Gebäude, den Nordpavillon und den Südpavillon. Die sind in ihrer Funktion auch umstritten, werden aber heute allgemein eigentlich den beiden Landesteilen zugeordnet. Die sind so groß und so gewaltig, dass die Lepsius-Expedition die für Pyramiden, für Nebenpyramiden gehalten hatte und die so auch verzeichnet hat. Das sind sie aber wohl nicht gewesen, sondern es waren eben auch begehbare Häuser und die beinhalten heute für uns noch Quellen aus dem Neuen Reich, zum Beispiel dieses Besuchergraffito, das ich Ihnen hier mal gezeigt habe. Das heißt, da haben Besucher dieses Bezirkes ihren Besuch dort an den Wänden dokumentiert und sich dort eingeschrieben aus der Zeit des Neuen Reiches. Und in diesem Zusammenhang ist auch eine andere Quelle noch zu erwähnen, nämlich einen Block, den man dort gefunden hat mit einer Restaurierungsinschrift des Chaim Waset, also des berühmten Sohnes Ramses II. Aus der 19. Dynastie, der sich eben sehr um den Erhalt und die Restaurierung von alten Städten verdient gemacht hat. Und der hatte eben dort auch im Djoser-Bezirk gewirkt. Das muss man sich auch mal vorstellen, dass hier also im Neuen Reich weit über 1000 Jahre nach Djoser immer noch die Leute in diesen Bezirk gehen und der teilweise sogar im königlichen Auftrag sicherlich unter Chaim Waset beispielsweise auch renoviert, restauriert wird und erhalten wird. Also so eine Bedeutung hat dieser Bezirk auch 1000 Jahre später noch. Ganz zum Schluss noch ein Blick auf den Totentempel. Der ist tatsächlich nur noch in diesen Bereichen erhalten, hat sicherlich eine ganz zentrale Rolle gespielt. Immerhin ist dieser Totentempel ein ganz wesentlicher Bestandteil des eigentlichen Totenkultes. Da spielt eigentlich der Totenkult statt für einen verstorbenen König. Allein er ist halt einfach so schlecht erhalten, dass wir uns nur noch über irgendeinen Grundriss unterhalten können. Der ist rekonstruiert worden, ist für uns heute etwas unverständlich, weil er eben nicht dem entspricht, was wir in späterer Zeit tatsächlich gewohnt sind. Das heißt, wir haben hier zwei offene Höfe, einen Westhof und einen Osthof und einen über diesen Bereich erschlossenes Gangsystem. Wesentlich für uns ist, dass dort innerhalb dieses Totentempels sich tatsächlich auch der Eingang unter die Pyramide befindet. Direkt daneben befindet sich das sogenannte Serdab, eine Statuenkammer,
arabisch der Keller. Das ist ein in sich komplett geschlossener Raum, der keine Tür hat, der nur zwei kleine Schlitze hat, zwei kleine Löcher hat, hier in diesem Bereich. Und diese wunderbaren Verfärbungen hier außenrum, die Sie sehen können, die sind natürlich nicht antik, sondern die entstehen durch die modernen Touristen, die dahin gehen, durch diese Löcher schauen wollen, ihre Hände rechts und links der Löcher anbringen, ihre Nase in die Mitte drücken. Und man sieht sehr schön auch eine Beantwortung der Frage, wenn wir im Museum immer gefragt werden, ja, macht's denn wirklich was aus, wenn wir die Statuen anfassen? Im Einzelfall vielleicht nicht, aber sonst ja, schon. Also das sind die Spuren der Besucher, die heute etwas machen, wofür dieser Raum überhaupt nicht vorgesehen war. Denn diese beiden Löcher, die Sie da sehen, sind natürlich nicht dazu da, dass die Besucher reinschauen können, sondern die sind dazu da, dass das, was da drin steht, rausschauen kann. Nämlich die Statue des Djoser, die sich im Original heute im Ägyptischen Museum befindet, vor diesen Djoser-Fliesen und deren Kopie heute in diesem Serdab drin steht. Das heißt, die Idee war auch noch, dass Djoser selber in Form seiner Statue durch diese Gucklöcher im Serdab auf sein Festareal schauen kann und an den dort stattfindenden Zeremonien in alle Ewigkeit teilnehmen kann. Dafür ist dieser ganze Komplex gebaut worden. Große Fragen werfen dann noch diese Gebäude auf, die sogenannten Westmassive, riesige Gebäude. Das westlichste davon, das sind drei Stück an der Zahl, ist länger als die beiden anderen, das sehen Sie hier. 400 mal 25 Meter mal 5 Meter in der Höhe. Das muss vor den Pyramiden errichtet worden sein, weil nämlich die Pyramide hier in Teilen zumindest auf dem vorderen aufsitzt. Das ist da drüber gebaut worden. Und die geben tatsächlich nochmal große Anlass zur Überlegung, denn die sind im Oberbau massiv, unten drunter aber mit Gängen und Kammern. Es sind, glaube ich, annähernd 400 Kammern da unten drin. Wo man sich auch überlegt, was ist denn da passiert? Lauer selber hält das für Gefolgschaftsbestattungen. Also er meint, da wäre das Gefolge des Königs bestattet worden. Das wird aber sehr in Zweifel gezogen, weil diese Gefolgschaftsbestattungen zu dieser Zeit eigentlich nicht mehr praktiziert worden sind. Das ist eigentlich nicht die Zeit dafür. Möglicherweise gibt es dafür auch andere Erklärungen. Stadelmann selber wiederum hat angenommen, das wären Galeriegräber aus der zweiten Dynastie, die erst dann mit in diesen Komplex mit eingebaut worden sind, als Djoser eben immer größer wurde und immer mehr Platz brauchte. Und er hätte eben ältere Dinge mit eingebaut. Erweitert worden ist dieses ganze System nochmal durch spätere Gänge. Das sind vor allen Dingen Grabräubergänge. Da gibt es vor allen Dingen die sogenannte Saitengalerie. Das ist der Bereich, den ich Ihnen hier zeige. Da sind also von außen nochmal Gänge reingetrieben worden, die mit Säulen, die dort wiederverwendet worden sind, abgestützt worden sind. Das diente also dem Ausräumen der Pyramide und dem Ausräumen dieses Schachtes und ist also als Grabräuberschacht zu sehen. Letzte Folie, dann haben sie es geschafft. Der ganze hintere Bereich, obwohl Lauer selber 75 Jahre da gearbeitet hat, ist weitenteils noch ununtersucht. Der ist nicht ausgegraben. Da wissen wir nicht, was da wirklich drunter liegt. Es gibt die Überlegung, weil es da ein besonderes Plateau gibt mit einer kleinen Vertiefung von 8x8 Metern, dass da möglicherweise sogar noch ein Sonnentempel gestanden haben könnte oder ein großer Obelisk gestanden haben könnte. Man weiß es nicht genau. Klar ist von verschiedenen Sondierungen, dass es dort in diesem Areal auch ältere Treppengräber gibt, die mit eingebaut worden sind, die also in die Zeit noch vor Djoser datieren. Aber das wäre natürlich auch ein Wahnsinnsprojekt, diesen riesigen Hof noch genauer zu untersuchen. Es gibt also da noch viel zu tun. Es gibt eine Vielzahl von offenen Fragen und Problemen, nicht zuletzt, was die genauen Verwendungen dieser einzelnen Gebäude angeht, was diese Frage der 40.000 Gefäße angeht, was die Frage der Funktion des Südgrabes angeht. Also ich entlasse Sie mit genauso vielen Fragen, wie Sie hier reingekommen sind. Ich hoffe aber trotzdem, dass Sie einen kleinen Überblick bekommen haben über diesen Bezirk des Djoser, über seine Relevanz und über die Wahnsinnsleistung, die da tatsächlich vollbracht worden ist, aus dem letzten Endes nichts heraus, aus den einfachen Anfängen heraus, die erste monumentale Steinarchitektur Ägyptens zu schaffen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, entschuldige mich dafür, dass ich ein paar Minuten überzogen habe und hoffe, Sie demnächst wiederzusehen. Dankeschön.